Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Railway Empire hier auf dem Zockerbrüder-Kanal. Mein Name ist Ezuriel oder auch Olaf, sucht euch was aus. Und wir haben beim letzten Mal ja Kapitel 1 beendet, das heißt wir starten heute mit Kapitel 2, das sich dort die Anfänge nennt. Dieses Kapitel handelt davon, wie die Eisenbahn bescheiden beginnt, aber schnell das Transportwesen der USA revolutioniert und den Industriezentren der Ostküste zu Wohlstand verhilft. Während du dein erstes Eisenbahnimperium aufbaust und deine Gleise immer weiter nach Westen an die großen Seen heranführst, lernst du auch das Wirtschaftssystem von Railway Empire besser kennen. Philip Evan Thomas, der bekannte Eisenbahnenthusiast aus Baltimore, ist dabei an deiner Seite. Nun gut. So, wir können natürlich weiter nichts einstellen. Wir nehmen Strecken jetzt natürlich wieder komplex. Also, so dass man, also es gibt halt das Einfache, was die KI halt immer benutzt. Ich denke mal, das wird später noch interessant, wenn man wirklich so im freien Spiel ist oder so. Einfach heißt halt, ne, Züge können durcheinander durchfahren, ohne Konflikte zu verursachen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen das schon mit Ausweichsignalen und so. Das soll ja alles schon ein bisschen realistisch sein. Und Pausenmodus bleibt halt auch auf normal. Den Rest können wir ja eh nicht einstellen. Wir sehen nur, wir haben zwei Konkurrenten. Bin ja mal gespannt. So, weiter. Na los, Zeit ist Geld. Ja, na los. Mhm. Ja, unser Name, der bleibt. Gesellschaft können wir nicht. Und wir können auch wieder keinen anderen auswählen. Also weiter. Und, ja, ich bin wieder ruhig. In den Vereinigten Staaten von Amerika waren um 1830 die wohlhabenden Industriezentren der Ostküste nur schlecht mit dem Landesinneren verbunden. Ungenügend ausgebaute Zollstraßen oder langsame Schifffahrtskanäle waren die einzige Möglichkeit, längere Strecken zu überwinden. Farmer, Geschäftsleute und Reisende beklagten diese langsamen, mühevollen und vor allem unsicheren Transportwege. Sie waren nicht nur eine Unannehmlichkeit für Reisende, sondern auch Fessel für den Wachstumshunger einer aufstrebenden Nation. Doch eine Entwicklung aus England machte in diesen Tagen ihre ersten bescheidenen Gehversuche und barg für viele Städte des Ostens die Hoffnung auf größeren wirtschaftlichen Einfluss und Wachstum. Ich habe dich schon erwartet. Ich bin Philip Evan Thomas. Es war schon immer mein Ziel, eine Eisenbahn bis zum Ohio-Fluss und darüber hinaus zu bauen. Das würde allen Menschen helfen, den Siedlern wie den Ureinwohnern. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Okay. Dann soll er die haben. Zunächst habe ich zwei Aufgaben für dich, durch die du eine Basis errichtest, von der aus wir die weiteren Maßnahmen überwachen können. Aber wie ich damals schon als Bankangestellter gelernt habe, die Kasse muss immer stimmen. Achte also darauf, schon bei diesen vorbereitenden Aufträgen einen Gewinn zu erwirtschaften. Auch das noch. Verzeihung. Ich bin, vielleicht hört man es ein bisschen. Ja, ich habe mir am Wochenende wieder irgendwas aufgesagt, keine Ahnung. Ich habe auch Halsschmerzen ohne. Ja, Halsschmerzen machen mich. Ich mag keine Halsschmerzen. Da hätte ich, glaube ich, lieber ein gebrochenes Bein oder so. Halsschmerzen finde ich ganz schlimm. Aber trotzdem, muss und wollte ich aufnehmen, weil ich will ja auch weiterspielen. Ich kam am Wochenende ja schon nichts. Da ich es halt einfach nicht geschafft habe. Zu viele andere Sachen gemacht in der letzten Woche. Und am Wochenende war ich halt nicht da. Hab halt ja den Frank besucht. Ja, von dem an der Stelle nochmal schöne Grüße an die Zuschauer. Der ist halt, ja, jetzt, heute ist Montag, der 26., wo ich aufnehme, in 10 Tagen wieder zu Hause. Also er kommt bald wieder und macht dann auch wieder irgendwie, gibt es bestimmt auch mal zusammen LS oder wieder irgendwas. Also geht auf jeden Fall voran. Dann, und wir schauen mal, wir sollen ihm helfen. Also gucken wir mal eben rein in die Aufgaben hier. Verbinde Baltimore mit Washington und verbinde 3 Landbetriebe mit deinem Streckennetz. Okay. Das ist ja nichts, was wir nicht hinkriegen oder nicht schon kennen würden.
Achso, der ist schon da. Okay. Wenn der schon da ist. Brauchen wir hier nur noch einen kleinen Bahnhof? Wie war das noch mit dem Drehen? So. Das sah jetzt komisch aus, aber... wir nehmen das mal so hin. Er baut die halt immer recht. Ja, okay. Bahnübergänge und so gibt es natürlich auch noch nicht. So, wir brauchen Gleise. Von hier... Prozent. Nee, das ist doof. Zurück. Ist doch auf dem direkten Weg. Sind das aber auch vier. Oder sollte ich ein bisschen... ohne Steigung nicht weg. Mensch. Sind das 4%, ja. Die hatte ich aber nicht direkt auch, oder? Nein, du sollst die Planung löschen, so. Würde ich auch bei 4%, dann bleibt das so. Dann machen wir das so. Oh, was schwimmt denn da für ein neuer Fisch in unserem Teich? Ich grüße dich aus dem schönen Charlotte. Wie war noch mal dein Name? Schönchen Fremder, nicht wahr? Na, so siehst du auch aus. Mhm. Melde dich einfach, wenn du beim Anschieben deiner Züge Hilfe brauchst. Okay. Damit wir uns verstehen... Ich hab nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Doch du bist nicht von hier und New York ist meine Stadt. Da mach ich die Geschäfte. Ich bestimme, wann die Züge rollen, wohin sie rollen und warum sie das tun. Solange du mir nicht in die Quere kommst, bleibt zwischen uns alles sauber. Aha. Das ist also meine Konkurrenz, ja? Wie ich sehe, haben sich unsere beiden Konkurrenten bei dir vorgestellt. Sie haben unterschiedliche Vorgehensweisen und werden sich daher auch gegensätzlich verhalten.
Grundsätzlich wollen sie aber genau wie du ihr Streckennetz erweitern und Profit machen. Also sei auf der Hut und lass dir nichts wegschnappen. Okay. Gut. Wir brauchen erstmal halt den Zug. Und eine Lok. Ja, okay. Wann hatten das erste Kapitel? Das war ja auf jeden Fall spät her. Aber ich frage mich halt, warum wir in einer späteren Zeit angefangen sind, sozusagen. Im ersten Kapitel und jetzt eben dieses hier haben. Aber gut. Soll uns ja trotzdem nicht stören. Schauen uns das Ding mal an hier. Finde ich gut. So gut, erstmal Fleisch. Fleisch in die Stadt. Okay, und jetzt gibt es erstmal gleich ganz viele Passagiere aus der Stadt. Die Anfänge der Eisenbahn waren schon very interesting sozusagen. Mein Herr. Na gut, aber das scheint ja schon mal anzugehen. Aber ich finde den Zug halt echt Zugliste. Gibt es da eigentlich zu dem Zug auch... Ach, ein Expresszug ist das sogar. Na gut. Alles schön. Hier wird das wächst. Und gucken, was jetzt... Ich guck nochmal, was mitkommt. Und dann machen wir mit der nächsten Aufgabe weiter. Und wir können wieder Forschung betreiben. Aber da gab es schon 15.000. Ist schön. Schön, schön, schön. Aber beim letzten Mal sind wir angefangen. 1850 war das, ne? Genau. Oder sogar, nee. Das waren halt dann doch die. Ja, hier waren wir irgendwo, genau. Ja gut, finde ich halt interessant, dass das Kapitel 1 später, also so gesehen, zu einer späteren Zeit spielt. Muss ich erstmal eben mit der Mitte des Landes sozusagen beschäftigt, mit den Great Plains halt. Aber gut, wir schauen mal, wir haben hier den 25 km/h, das hier will ich mal 5, also ich muss erst 3 weitere freischalten, gut. Überdachter Führerstand ermöglicht Fahrten bei jedem Wetter und erhält dadurch den Profit, erhöht den Profit der Transporte um 10%. Transportverfügung pro Frachtwaggon um 8%, das hier nehmen wir zuerst. Wir transportieren im Moment mehr Fracht als Post. Schön, schön, schön. Ja, immer schön. Sieht schon interessant aus. Wartungsbedarf 90%, das ist natürlich nicht schön, aber...
So, wir haben hier Timely Report. Yesterday's News Today. Baltimore wendet sich ab. Reporter deckt Missstände auf. Baltimore und Ohio hat dieser Tage kein leichtes Spiel mit den Bürgern von Baltimore. Denn nun geht auch noch das Postaufkommen zurück. Was? Nein! Begonnen hatte alles nach einer Reihe von Enthüllungen über Sicherheitsmängel und schlechte Arbeitsbedingungen. Nichts hiervon konnte bisher bestätigt werden. Doch den Bürgern von Baltimore ist die Lust auf Bahnhöfe und Züge bis auf Weiteres vergangen. Na toll. Schafe zu verkaufen. 500 Schafe in allen Größen und jeden Alters zu verkaufen. Besonders günstig sind die Sonderposten mit 10 oder 20 Tieren. Der Aktionsverkauf findet auf dem Hof der Shelters Ranch statt. Kutsche überbucht. Es ist durchaus üblich, dass eine Postkutsche überbucht wird. Auf diese Weise sorgen Reisern wieder dafür, dass eine Kutsche auch dann ausgelastet ist, wenn ein Reisender seine Reise nicht antritt. Dumm nur, wenn 16 Leute tatsächlich auftauchen. Ja. Ist ja wie bei den Flügen heutzutage. Katze gebärt in Vogelnest. In South Carolina hat sich eine Katze einen ungewöhnlichen für ihren Nachwuchs gesucht. Die Farmer von mir wunderte sich, dass die Katze ungewöhnlich viel Zeit in einem Baum verbracht und stellte dann fest, dass sich vier kleine Kätzchen in einem etwa 8 Fuß hohen Vogelnest befanden. Kann man ja kaum noch lesen da unten. Freust du dich? Ich hab dir einen Artikel in der Zeitung verschafft. Ach du, was ist das? Er erzählt hier rum, dass schlechte Arbeitsbedingungen und so. So einer ist er also, ja? Interessant. 3 Landbetriebe unter einem Streckennetz. So, die müssen wir jetzt erstmal suchen. Was brauchen wir denn überhaupt? Erhöht die Anzahl der Passagiere in jeder Stadt, in der dein Unternehmen einen Bahnhof hat, um 8%. Startgebot, aktuelles Gebot. €20.000 ausgeben? Ja. Sag mal, bist du schwer von Begriff? Ich habe bereits geboten. Ja, das ist halt Pech, ne? Okay. Jetzt haben wir mehr Passagiere. Gut. Das wird nicht gebraucht. Baltimore braucht davon Bedarf 0,5. Also Zucker bräuchten sie schon mal. Müsste man hier weiter. Dann erstmal dahin. Okay. Bahnhof, ein kleiner. Kleiner Bahnhof, Gleisbau. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Schön mit Brücke hier, schön Holzbrücke, jawohl. Ja, nützt hier nichts. Was? Ja. Indianer Umsiedlungsgesetz beschlossen. Verhandlungen mit Stämmen beginnen. Das lang umstrittene Gesetz zur Umsiedlung der Indianerstämme östlich des Mississippi tritt mit dem heutigen Tag in Kraft. Die Regierung ist nun dazu ermächtigt, mit den betroffenen Stämmen Verhandlungen über deren freiwillige Zwangsumsiedlung zu führen. Freiwillige Zwangsumsiedlung. Ist klar. Kritikern des Gesetzes hielt Präsident Andrew Jackson entgegen. Der Fortschritt erfordert es nun einmal, sich vorwärts zu bewegen. Ah, das war schon keine so einfache Zeit damals, glaube ich. Dickleibigkeit selbst ist keine Krankheit, doch ihr Vorbote, stellte schon Hippokrates vor 2000 Jahren fest. Was damals schon galt, gilt heute immer noch. Testen Sie daher A-Eis Antifett noch heute. Erhältlich im Passant bei allen Apotheken, Alter. Haben die was gegen dicke Leute oder was? Komm du mir mal nach Hause. Kürbis wächst im Baum.
Lucy Adam weiß nicht, ob es sich um einen Streich der Nachbarn handelt oder nicht, doch eines weiß sie ganz sicher, dass Kürbisse normalerweise auf dem Boden wachsen und nicht in einem Tannenbaum in 3 Meter Höhe. Ja. Der Schuhputzer Willy Rothstein wurde während des gestrigen schweren Gewitters vom Blitz getroffen. So etwas kann passieren, sagen Wetterexperten. Doch für Willy ist dies bereits das 2. Mal in diesem Jahr. Beide Male saß er in seinem Klohäuschen im Garten. Blechdach oder was? Oder einen sehr hohen Garten oder so? Man weiß es nicht. So, ich brauche auf der Strecke ja auf jeden Fall noch hier diesen Versorgungsturm. Baue ich da mal hin? So. Und wir brauchen auch, das können wir aber, der hier vielleicht sowas? Errichtet mal ein Wartungsgebäude. So. Zack. Wie kann ich denn jetzt die Zuglinie bearbeiten? Hilfe! Ja, Baltimore, Washington, Smith Farm. Die fährt dann zurück nach, fällt hier gar nicht an, weil da kann die eh nichts abgeben. Gut. Machen wir so. Machen wir so. So, das war ein Betrieb. Ich brauche aber nicht da noch dran. Obwohl er da schon dran ist. Ich meine, im Prinzip könnte es ja genauso machen wie er, ne? Ich könnte ja mal so frech sein. Gucken, was passiert. Den Landbetrieb hatte ich doch schon angeschlossen. So, das ist Pech, würde ich sagen. Das ist Pech. Mit Tunnel. Mit Tunnel und Gleisen. Wieder Brücke. So. Wobei auf der Strecke, das kann ein anderer Zug machen. Kriege ich den hier darüber? So. Nämlich ein anderer Zug drauf. Je größer eine Stadt wird, desto größer werden auch ihre Ansprüche. Irgendwann reichen die Waren aus dem direkten Umland nicht mehr. Gut, dass die Eisenbahn da Abhilfe schaffen kann. Wähle nun Baltimore an, um dir diese Stadt genauer anzusehen. Ja, gleich. Erst brauche ich einen neuen Zug. Und zwar von dort nach dort. Und wieder zurück. Krieg ich die erstmal schnell. Ich muss ja. Obwohl, nee, es geht hier wieder nicht. Dann bräuchte ich ja irgendwie ein Warenlager. Wieder ein Zwischenlager.
muss der da doch auch noch mit dazu. Lassen wir so und kaufen noch mal einen von diesen Zügen. Lassen den erstmal loswerden. Wird erstmal Baltimore versorgt. So, die sollen wir uns näher ansehen. Baltimore, wo unsere Firma ihren Hauptsitz hat, verfügt über eine große Kleidungsindustrie. Daher benötigt die Stadt eine konstante Versorgung mit Stoffen. In New York wiederum wartet die modebewusste Kundschaft auf die Lieferungen der fertig geschneiderten Waren. Aha, okay. Richte eine Zuglinie zwischen Baltimore und New York ein, damit die in Baltimore produzierte Kleidung nach New York geliefert werden kann. Okay, gut. Das hätte ich jetzt ja mal vorher wissen sollen. Dann hätte ich hier jetzt keinen Endbahnhof gebaut. Aber gut, ich kann ja seine sowieso nicht nutzen, also muss ich es ja... Was halt eben ein bisschen ärgerlich ist, dass die dass die halt so gesehen die Dings nicht brauchen. Also keine zweispurigen Strecken und so. Nee, das aber ich kann ja dann von hier. Irgendwie muss ich ja da rüberkommen. Gucken wir mal. Schauen wir erstmal. Wo kostet es denn gerade mal nicht so wirklich das meiste Geld? Nö, das bringt auch nichts. Wir überbauen ihn einfach. Wir überbauen ihn einfach. Bauen hier erstmal einen Bahnhof hin. Etwas größeren. Damit eins klar ist, der Bahnhof kommt weg, oder du? Naja, schimpft da mal nicht so rum, ne? So, wir haben hier noch Planung.
So. Finde ich ja irgendwie cool, dass er das so... Sieht irgendwie schick aus. Mal was anderes. So, bauen. Zack. Damit die in Baltimore produzierte Kleidung nach New York geschickt werden kann. Ja, das machen wir jetzt noch eben schnell und dann beenden wir die Folge aber für heute. Und zwar hier Zug, Linie und Baltimore nach New York. Und wieder zurück. Jawohl. Und eine Lokomotive brauchen wir natürlich auch noch. Und ich werde Abfahrt. Dich nun in deine Pflichten entlassen. Bleibe wachsam. Ich werde ab und zu deine Fortschritte überprüfen. Das ist ja schön, dass du das tun wirst. Das ist ja schön. So. Da rollt er jetzt. Und wir schauen uns dann beim nächsten Mal an, wie er da, ne, den Weg nach New York angeht und wie das hier weitergeht mit Colin und mit, beziehungsweise, ja, mit diesem komischen anderen Typen da aus New York, dem Frechdachs. Also ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und freut mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder reinschaut. Bis dann. Tschüss.